fragen wir die Leute, was ist der Beweis von euch dafür, dass der Prophet angeblich den Koran von der Bibel abgeschrieben hätte? Was sagen sie dann? Sie sagen dann, ja, es gibt Parallelen zwischen Koran und Bibel. Parallelen zwischen Koran und Bibel, deswegen ist der Koran abgeschrieben. Dann sagen wir, Mashallah, es gibt so viele Parallelen, heißt das, dass es abgeschrieben wurde? Es gibt Parallelen zwischen Altem und Neuen Testament, heißt das, dass das Neue Testament wurde vom Alten Testament abgeschrieben? Damit widerlegt ihr euch ja selber, Christen, Papst, wer auch immer, mit dieser Aussage. Wenn ihr sagt, das reine Ähnlichsein von einigen Informationen ist ein Beweis, dass der eine vom anderen abgeschrieben hat, dann müsst ihr sagen, das Neue Testament ist auch nicht von Gott, sondern abgeschrieben worden. Dann der nächste Punkt ist, der Prophet a.s. war ein Analphabet gewesen. Allah sieht diesen vielen Stellen im Koran, sagt er, dass der Prophet ein Analphabet war, wie zum Beispiel Surat al-Jum'ah, ganz am Anfang. Er ist der unter dem schriftunkundigen Volk einen Gesandten von ihnen, also von den schriftunkundigen Analphabeten, unter sie erweckt hat. Das heißt, er hätte, selbst wenn das Buch da gewesen wäre, nicht darüber nicht abschreiben können. Und dann fragen wir natürlich, wer war denn derjenige, von dem er abgeschrieben hat? Da kommen sie wieder auf 6 verschiedene Theorien. Erstens, sie sagen, ein christlicher Mönch namens Bahira, den der Prophet getroffen haben soll, als er 12 Jahre alt war. Achso, er hat mit 12 Jahren hat er einen Mönch getroffen. Übrigens, die Geschichte ist schwach. Und 28 Jahre später fällt ihm dann ein, aha, jetzt schreibe ich die ganzen Geschichten auf, und er hat den Mönch vielleicht 5 Minuten getroffen. Zweite ist Barak ibn Nawfal. Sagen wir, Mashallah, Barak ibn Nawfal hat an den Propheten a.s. geglaubt. Und den hat der Prophet 2-mal in seinem Leben getroffen. Dann geht es weiter. Sie sagen, ein christlicher Schmied, der in Mekka gelebt hat. Dieser christliche Schmied war eine Person, die der arabischen Sprache nicht mächtig war. Nur gebrochen Arabisch sprechen konnte. Der Koran ist laut Muslimen und Nicht-Muslimen das gewaltigste arabische Werk, literarische Werk. Das heißt zu sagen, jemand, der kaum Arabisch kann, hat dem Propheten das gewaltigste arabische Werk gelehrt, ist ungefähr so, als wenn du sagst, ja, der Türke, der vor 10 Jahren eingewandert ist, aus Kreuzberg, der an der Dönerbude arbeitet und der nur gebrochen Deutsch spricht, hat dem Goethe beigebracht, hat seine Gedichte beigebracht. Oder irgendein chinesischer Emigrant, der nach England ausgewandert ist, der hat dem Shakespeare beigebracht, wie er Englisch spricht. Das ist völliger Blödsinn. Ja, dann kommen die nächsten 3 Theorien, die waren alle in Medina. Das ist Abdullah ibn Salam, Salman al-Farisi und Mari al-Qubtiya. Alle diese 3 haben den Islam angenommen. Also sie bringen dem Propheten angeblich den Koran bei und dann nehmen sie selber den Koran, den Islam an und glauben an das, was sie selber erfunden haben. Und vor allen Dingen, die Geschichten über die Propheten kommen fast alle in der mekkanischen Zeit vor. Das meiste kommt aus der mekkanischen Zeit. Das heißt, wir haben jetzt gerade, wie gesagt, alle diese Theorien widerlegt. Jetzt